Herzlich willkommen bei diesem Livestream aus der Schatzkammer Gurk. Wir werden gemeinsam mit Ihnen an den Geräten jetzt durch dieses Diözesanmuseum gehen. Hier bei mir uns führen wird Frau Dr. Rosemarie Schistl. Sie ist die Kunsthistorikerin der Diözese, Diözesankonservatorin und künstlerisch-wissenschaftliche Leiterin dieses Museums hier. Mein Name ist Karl-Heinz Kronawetter, ich leite die Internetredaktion und der Dritte im Bunde, mehr sind wir hier nicht, weil das Museum ja erst morgen seine Pforten öffnet, am 1. Mai. Der Dritte im Bunde ist Michael Tabanaro, der ein wenig Technik mit sich jetzt herumtragen wird und der mit uns durch das Museum geht. Ich sage jetzt, starten wir, liebe Rosemarie, wir sind ja bei du, wir werden es auch hier so bleiben. Und deshalb bitte ich dich auch kurz zur Begrüßung was zu sagen und wo wir jetzt gleich hingehen werden in den ersten Raum. Ja, herzlich willkommen, Karl-Heinz, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe virtuellen Museumsbesucherinnen und Besucher. Wir befinden uns hier im ersten Raum der Schatzkammer Gurk des Diözesanmuseums der Katholischen Kirche Kärntens. Es handelt sich hierbei um einen Informationsraum, der sowohl die Entstehung des Diözesanmuseums, welches 1917 gegründet wurde, aber auch die Entstehung dieses 2014 hier in Gurk neu eröffneten Museums zeigt, anhand von sehr interessanten drehbaren Rollen, wo man historische Fotos des Diözesanmuseums und in Klagenfurt besichtigen kann, aber auch Entwürfe des Siegerpaares, des Architektenpaares, die diese Schatzkammer Gurk neu gestaltet haben. Ich denke, ich schlage vor, dass wir gleich ins Museum hineingehen. Sie werden ja neugierig sein. Also Winkler Ruck ist das Architektenpaar, das hier die Umgestaltung vorgenommen hat. Liebe Rosemarie, du gehst bitte vor. Ja, wir befinden uns hier im sogenannten Paramentenraum. Dieser Raum wirkt für die Besucherinnen und Besucher etwas überraschend dunkel. Das hat auch einen konservatorischen Hintergrund, denn es befinden sich hier historische Messkleider, liturgische Gewänder aus der Gotik bis hin zum Barock. Es ist zu erwähnen natürlich, dass es sich hierbei um Handarbeiten handelt, in sehr aufwendiger Manier und Technik gestaltet. Und ich würde sagen, wir durchwandern diesen Saalraum bis zum Ende und widmen uns gleich einmal einem der Prunkstücke des Raumes, dem sogenannten Hämmerornat. Ja, der ist hier sehr schön präsentiert, zentral in einem Schaukasten. Auf der Rückseite kann ich erkennen, ein Auferstehungsmotiv. Ja, es handelt sich hierbei um einen gesamten Ornat. Wir haben in dieser großen Vitrine die sogenannte Pluviale, den Rauchmantel des Dompropstes präsentiert, darüber die Mitra, die Kopfbedeckung und seitlich davon den Stab, den Dompropststab, welcher in einer kostbaren Metallarbeit ausgeführt ist, mit Schmucksteinen besetzt. Und zu diesem Ornat gehören auch die beiden Elemente hier in diesen Vitrinen vorne. Es ist ein mehrteiliges liturgisches Gewand, nämlich die Kasel, diese bassgeigenförmigen Priestergewänder, die ebenfalls vorne und hinten kunstvoll bearbeitet, bestickt oder in Nadelmanier bearbeitet sind, und dann eine sogenannte Dalmatik, die Kleidung eines Diakons. Michael wird jetzt mit der Kamera das zeigen. Das ist die Dalmatik. Ja, vielleicht zu erwähnen ist,
die interessanten Szenendarstellung im Stab mittig, figurale Darstellung, die eingebettet sind in ornamentale, bestickte Stoffelemente rundherum. Etwas ist mir noch aufgefallen in diesem Raum, nicht nur also liturgische Gewänder, sondern auch sehr schön präsentiert Glasscheiben, Glasfenster, Teile von Glasfenstern. Ich glaube, du willst uns etwas zeigen aus ja. Ebriach. Genau. Wir haben hier drei interessante Glasscheiben aus der Pfarre Ebriach. Wir sehen hier sehr schön die bunten Glasteile, die zusammengefügt und miteinander verbunden sind durch sogenannte Bleistege. Und diese Plastizität, die in der Fläche des Glases eigentlich entsteht, ist hervorgerufen durch die sogenannte Schwarzlotzeichnung. Also diese Linien, diese dunklen, die die Falten wiedergeben, die sind nicht raumgreifend, sondern flächig in Form von dieser Technik. Wir haben hier unten die Darstellung Darbringung im Tempel. Wir haben mittig die Darstellung der Taufe Jesus, sehr schön in frontaler Pose, flankiert vom Johannes dem Täufer und einem Engel, und darüber haben wir den auferstandenen Christus ebenfalls in sehr ansprechender Frontalpose im Segensgestus. Und das Detail hier ist interessant, dieser schlafende Grabwächter in voller Rüstung. Und ich denke, das ist wie bei den anderen Glasscheiben, die hier in diesem Raum präsentiert werden, doch sehr gut umgesetzt und gelungen. Denn wir haben von hinten natürliches Licht, so wie sich diese Glasmalereien auch eigentlich in den Kirchen wieder spiegeln. Genau, das ist eine echte Situation, ja. Nicht nur Museum. Liebe Rosmarin, wie viele Räume hat das Museum? Das Museum, die Schatzkammer Gurk, hat insgesamt 11 Räume. Und vielleicht ganz überblicksmäßig, wir haben hier sowohl eine inhaltliche Gruppierung der Sammlung der Ausstellungsgegenstücke nach Themenbereichen, nach ikonografischen Themenbereichen der christlichen Ikonografie. Wir haben aber auch stilistische Gruppierungen, das heißt von den Epochen, von der Romanik über die Gotik, über die Renaissance bis zum Barock gehend, und dann auch einen sehr schönen Querschnitt im Endeffekt, was die Epochen betrifft. Und materialtechnisch ist alles von den Gattungen her vertreten, also Malerei, Skulptur und Plastik, aber auch Textilkunst wie hier. Ja, schön, du hast jetzt so einen Guster gemacht auf mehr. Wir wissen auch, dass wir durch viele Räume, noch mehrere Räume noch gehen müssen. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg. Ja, bitte, folgt mir. Achtung, Stufen. Ja, wir müssen warten, dass die Kamera nachkommt. Hier können Sie sehr schön sehen, das Areal. Wir befinden ja uns hier in Gurk, an der Wiege der Diözese. Dieses Stiftsgebäude hier heißt es, ist das der Propsteihof. Rosmarie, was ist denn hier noch untergebracht? Also im unteren Bereich sind die Räume der Schatzkammer. Was ist denn in diesem Gebäude noch untergebracht? Ja, der Propsteihof ist Teil des Stiftsgebäudes von Gurk. Und wir haben in den oberen Bereichen im ersten Stock die Pfarre mit Räumlichkeiten vertreten. Aber auch noch weiter hinaufreichend sind Räumlichkeiten, sowohl Veranstaltungsräume wie auch Zimmer des Jufa-Hotels, welches hier im ehemaligen Stiftsgebäude untergebracht ist. Na gut, ich habe gesagt, wir drücken aufs Tempo. Jetzt kann man da, glaube ich, da rechts die Glasfenster von hinten anschauen. Ja? Also ganz kurz nur. Da sieht man sehr gut die Bleistege. Ja,
von denen du gesprochen hast drinnen. Das ist mit Kapelle beschriftet. Ja, das ist die Propsteikapelle, die Dreifaltigkeitskapelle hier. Und da befindet sich eine Kostbarkeit, eine kunsthistorische drinnen, nämlich das Fastentuch aus dem Dom von Gurk. Ja, man kann dieses Fastentuch nämlich auch unter dem Jahr, während des Jahres anschauen und nicht nur zur Fastenzeit. Denn am Aschermittwoch wird es ja vor dem Hochaltar im Gurker Dom aufgehängt in voller Breite. Ja. Und das sehen wir hier. Ja, hier ist es während des Jahres museal gelagert. Man hört im Hintergrund auch ein leichtes Rauschen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, das sind die Entfeuchtungsgeräte, denn wir befinden uns hier in einem historischen Raum, auch wie die anderen Museumsräumlichkeiten. Das Fastentuch aus dem Dom zu Gurk zählt zu den größten Fastentüchern im europäischen Raum. Es ist das größte noch erhaltene in Österreich. Es besteht aus zwei Teilen, ist annähernd 80 Quadratmeter groß in voller Fläche und hat 99 Szenen repräsentiertes, nämlich sowohl Szenen aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament. Und interessant ist, es ist in Form von Registern dargestellt, diese Szenen. Das heißt, das fällt auch in den sogenannten Typus, des Feldertypus, wie man das auch bezeichnet. Ja, auffallend ist, also wir sehen jetzt hier in diesem Raum, wenn ich genau schaue, zwei Viertel, oder? Ja. Des Fastentuchs, das dürfte das Ende sein, ne? Ja, genau, mit der Weltgerichtsdarstellung. Man erkennt, wenn man vielleicht nach oben blickt, diese vom Durchmesser sehr großen Rollen, das ist wichtig, dass das Fastentuch nicht eng gerollt aufbewahrt wird. Also zerknüllt oder so. Und auch hier haben wir ideal mit der Malschicht nach außen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und zusätzlich sehen Sie so ein weißes Papier oben, das ist eine Abdeckfolie, eine Teilbeckfolie, damit keine Staubablagerung während dieses Jahres auf das Fastentuch kommen. Und es ist lange Tradition im Gurk, dass dieses Tuch nach wie vor von ausgesuchten Personen per Hand aufgehängt wird. Ja, danke Rosmarie. Man merkt, hier geht dein Herz auf, als Konservatorin natürlich auch. Könnte man, glaube ich, eine eigene Sendung machen. So, der nächste Raum ist der Raum Nummer 4. Ja, das ist der sogenannte Romanikraum. Hier sind wir dann im skulpturalen Bereich. Das schaut toll aus. Und auch noch ein besonderes Stück der Glasmalerei ist hier zu sehen. Schauen wir gleich zur Glasmalerei? Oder? Ja, ich würde sagen, nämlich die Magdalenenscheibe aus Weitenfels zählt zu den ältesten Ausstellungsstücken hier im Museum. Was ist das für Zeit? Das ist um 1170 zu datieren, das fällt noch in die Romanik und wir sehen so schön die heilige Maria Magdalena mit den Attributen des Salbgefäß hier in Violett und des Weihrauchgefäßes. Sehr schön. Und man erkennt auch, um welche Figur es sich handelt, anhand der Inschrift, die das ist über dem Nimbus angesetzt ist. Ja, ja, ja. Wir haben hier auch in diesem Raum eine der ältesten Glocken vertreten, die man hier in dieser Nische sehr attraktiv präsentiert vorfindet. Dann zu einem der ältesten Stücke zählt auch das Höllein-Kruzifix hier, welches ebenfalls ins Ende 12. Jahrhundert zu setzen ist und das besticht natürlich noch durch die originale Farbfassung, die hier vertreten ist. Und dieses Höllein, was ich weiß, ist ja hier in der Nähe von Gurk, also nicht verwechseln mit Hallein. Nein, Höllein. Und Salz hat es ja auch nicht gegeben, sondern es ist in der hier Nähe von Straßburg. Ein sehr nett in der
im Weiher liegenden Kirchlein. Also aus dem Urgebiet der Diözese. Wir haben hier auch noch ein Weihrauchfass zu sehen und bereits Madonnenstatuen. Ja, die sind sehr interessant. Die frühgotisch zu setzen sind. Und hier erkennt man noch diese frontale Sitzposition und auch diese frontale Körperhaltung, sowohl von Mutter als auch Kind. Also das sind die Charakteristika. Also natürlich kann man das Alter auch anders bestimmen, ja, naturwissenschaftlich. Aber genau, zum Beispiel durch Analysen des Holzes oder der Malschicht. Mhm, genau. Und da würde ich sagen, das ist gleich ein Hinweis, um weiterzuwandern in den Gotikraum, wo wir uns dann die Folge dieser Madonnenreihen anschauen, nämlich eine ganze Madonnengalerie. Wunderbar. Ich werde vorgehen und die Tür aufhalten. Der Fünferraum hat inhaltlich zum Schwerpunkt Maria, Marienleben, aber auch bereits die Passion Christi. Und ich würde sagen, wir wenden uns gleich nach links zu dieser bereits erwähnten Madonnengalerie. Wir sehen hier nämlich sehr schön aufgereiht, auch chronologisch aufsteigend, Mariendarstellungen mit Kind. Und wenn Sie sich zurückerinnern an die vorher gezeigten, sehen Sie auch hier eine thronende Madonna aus dem 14. Jahrhundert, noch in sehr frontaler Pose, Sitzpose und Standhaltung, ein Detail am Rande. Sie sitzt sehr schön auf einem Thron und ein künstlerisches Highlight ist doch, dass hier der Bolster bereits sehr plastisch dargestellt ist und durch das Gewicht der Madonna niedergedrückt wird. Interessant ist natürlich, wie ist das Zusammenspiel von Jesuskind und Maria, wie sind die Kopfneigungen zueinander, die Körperhaltungen zueinander. Interessant auch, einmal hat das Kind die Füße überkreuzt, dann liegt es wieder in einer Halbmondsichel auf und Marias hier Jesus, Arm. Genau, quasi lässt genau. Die Mama nicht los. Also da ist auch ein sogenannter inniger Moment wiedergegeben, ein Motiv aus der christlichen Kunst, was natürlich sehr wichtig ist. Wunderbar. Dann haben wir Tafelbilder. Wir sehen hier einzelne Tafeln von Flügelaltären. Ich würde sagen, wir schwenken hier zu diesen großen Tafel, die zeigt Szenen aus dem Marienleben. Ich möchte aber eine Runde gehen, herum, denn hier ist eine sehr imposante Verkündigungsdarstellung wiedergegeben. Es handelt sich hierbei um Altarflügel mit Szenen aus dem Marienleben aus dem späten 15. Jahrhundert. Maria im Graben ist der Herkunftsort und bitte werfen Sie beim Rundgang einen Blick auf diesen Engel. Wir müssen noch ein bisschen warten, die Kamera folgt uns. Wir sehen schon etwas voraus. Also Maria im Graben, wer es nicht weiß, das ist im Gailtal. Ja, also wirklich genau. So ein Graben hinein, aber sehr schöne Kirche. Und das ist doch eine sehr interessante Verkündigungsszene, nämlich in einem Innenraum mit sehr tiefer Raum, also Raumhöhe. Wir haben auch interessant große Fensteröffnungen und das ist dann doch ein Spiel mit dem Detail, auch bei der Betrachtung. Die Landschaft ist sehr eindrucksvoll wiedergegeben. Wir haben auch Architektur wiedergegeben, also Befestigungsarchitektur, Profanarchitektur und die beiden Protagonisten, der Verkündigungsengel in einem sehr aufwendigen, kostbaren Gewand, nämlich mit Gold, Bordüre, richtig plastisch wiedergegeben, aber als in der Maltechnik mit Edelsteinen. Und Maria gegenüber mit offenem, gelocktem Haar und ihrem Attribut, dem Buch und der Lilie hier, was natürlich für Reinheit symbolisch steht.
Und interessant ist diese Faltendraperie, die schon sehr gut ausgeführt ist. Ja. Vielleicht, Wenn ich dazwischen fragen darf. Ja, bitte. Wie sind diese Kunstwerke eigentlich in die Sammlung gekommen oder ins Museum gekommen? Nicht? Ja. Die Kirche Maria im Graben gibt es ja noch, ja? Gibt auch Altäre dort drinnen. Ist das einmal ausrangiert worden oder hat das wer absichtlich herausgenommen, weil es so kunstvoll war? Oder? Ja, also Zweiteres, weil diese Dinge, die hier im Diözesanmuseum sind und gezeigt werden, die wurden im Endeffekt vor einer Vernachlässigung bzw. einem Schaden bewahrt. Sie wurden im Endeffekt sichergestellt, denn wenn die Gegebenheiten vor Ort damals nicht gepasst haben und die Hochwertigkeit des Kunstwerkes definiert war, ist durchaus auch der Entscheid gefallen, sicherer und längerfristig haltbarer sind sie, wenn sie ins Diözesanmuseum kommen. Okay, ja, das hat einen Sicherheitsaspekt auch. Ja. Verstehe. Also nicht so, da hat nicht jemand gesagt, das hat es früher wahrscheinlich auch gegeben über die Jahrhunderte, wir müssen alles neu machen, nicht? Barock ist modern oder irgendwas anderes. Das ist natürlich wahrscheinlich auch vieles weg. Ja, und natürlich die Werke vor Diebstählen im Endeffekt zu bewahren, aber auch, dass sie keinen Schaden nehmen, weil zum Beispiel die Gegebenheiten vor Ort nicht passend waren. Ja. Du hast ja gesagt, dass in diesem Raum auch, also über Maria, Marienleben, da ist auch sehr viel Fastenzeit, Karfreitag, da hinten, wenn man hier... Michael, vielleicht drehst du die Kamera mal. Dieser Schmerzensmann fasziniert mich immer wieder. Auferstandener mit vielen, vielen Wunden. Ja, also als Geschwundener. Ja. Und da hinten sehen wir... Wir haben dann hier auf der anderen Seite auch ein Motiv aus der Passion, nämlich eine sogenannte Pietà, ein Vesperbild, welches zur Vesperstunde angebetet wurde und wird, nämlich der Leichnam Christi am Schoß der trauernden Mutter. Wir haben aber ebenso Tafelbilder mit dem ikonografischen Motiv der Kreuzigung Jesu, sehr imposant und dramatisch wiedergegeben, ist die Kreuzigung hier, die Sie aus Hoch St. Paul sehen, nämlich hervorgerufen diese Dramatik durch diesen rot eingetönten Himmel und dieses Horror Vacui an Figuren, diese vielen Figuren eng aufeinander und die Gesichter spiegeln diese Traurigkeit, dieses Entsetzen über dieses Ereignis sehr genau wider, wenn wir uns Johannes hier anschauen bei der Gruppe der trauernden Frauen, aber auch bei Maria Magdalena. Und vielleicht ein Kuriosum sind aber doch die Blicke der beiden Pferde, vielleicht kann man das im Detail ein wenig anschauen, die schauen ein bisschen fragwürdig in Richtung Gekreuzigten hinauf. Ja, also die Gesichter sind wirklich sehr detailliert herausgearbeitet. Ja. Und was auch sehr interessant ist, wir haben hier die Seelen der beiden Schächer als Minifiguren wiedergegeben. Einmal beim guten Schächer vom Engel abgeholt und vom bösen hier vom Teufel im Eck. Hier diese Bretterkrippe, die Sie sehen, ist keine Krippe, die wir so aus der Weihnacht erkennen. Es handelt sich hier um eine sogenannte Fastenkrippe mit der Thematik der Passion Jesu. Du hast von Weihnachten gesprochen. Ich glaube, ich bin ja schon öfter durchs Museum gegangen. Der nächste Raum ist so ein Art Weihnachtsraum. Ja. Und da bleiben wir aber eine Sekunde bei diesem Relief stehen. Ja, das sehe da ich kommt auch man schon nicht vorbei, nämlich das Weihnachtsrelief hier in der Schatzkammer, die Geburt Christi aus St. Ruprecht bei Villach, ein Hochrelief. Was heißt Hochrelief? Dass die Arbeit sehr raumgreifend wirkt. Also es gibt von den Reliefarten ein Tiefrelief, das geht in die Platte hinein, ein Halbrelief und ein Hochrelief. Und dadurch, dass man, das sieht man sehr gut, wenn man in einer von der Seite hinaufblickt, das ist sehr raumgreifend herausgearbeitet. Und interessant ist,
das nackte Jesu-Kind hier auf einer Stoffdraperie liegt nicht in einer Krippe aus Stroh, sondern in einer Krippe aus Engeln. Denn es sind drei Engel, die dieses Jesus-Kind halten. Ja, hier ist ja noch einer. Ja. Und interessant ist diese Szene auch, hier wird das Badewasser vorbereitet und der Engel taucht ins Wasser, um zu schauen, ob es ja nicht zu heiß ist. Also das hat man so mit Ellbogen immer gemacht. Genau. Und hier Josef auch so schön, neben Maria eigentlich im Mittelpunkt fast des Bildes, mit dem entsprechenden Windlicht. Also eine schöne Hommage. Ja. Wir sind jetzt, morgen beginnt der Marienmonat Mai, aber wir sind auch im Jahr des heiligen Josef. Genau. So, jetzt gehen wir in diesen, Der kleine Zwischenraum. Weihnachtsraum, ja. Also der zweite gotische Raum hat allein Weihnachten und Krippen zum Thema. Denn Krippen sind nicht nur in Form von figürlichen Krippen, die wir von zu Hause aus kennen, aufgestellt oder in einer Art von Kastenkrippe zu sehen, die wir auch hier hinten sehr gut sehen können. Aber sondern, die ist nicht sehr alt, oder? Oder wann ist die? Diese Krippe ist entstanden im 19. Jahrhundert und stammt aus dem Lavantal. Aha. Ein sehr imposanter Krippenberg mit gemalter Landschaft in Luftperspektive und ein Krippenmotiv sehen wir aber auch hier im sogenannten Oberwöllalner Altar, ein kleiner Flügelaltar, der in Schrein drinnen plastisch das Krippenmotiv dargestellt. Auch hier wiederholt sich die Figurenszenerie. Adorierende, anbetende Maria beim Kind, welches auf der Krippe liegt, und Josef mit der Laterne. Und interessant ist das Aufsatzbild hier. Hier haben wir eine Anbetung des Kindes durch die dreiligen Könige. Und das ist doch stilistisch sehr interessant. Das ist schon in Richtung Donauschule gehend, also eine Stilrichtung in der Spätgotik. Ja, und jetzt gehen wir wieder in einen größeren Raum und da gibt es gleich einen, ja, mehrere Blickfänge, würde ich sagen. Ein Fastentuch hier. Ja, das ist das sogenannte Steuerberger Fastentuch, also das zweite Fastentuch hier im musealen Kontext präsentiert. Dieses ist ins frühe 16. Jahrhundert zu setzen und fällt auch wieder in den sogenannten Feldertypus, wie Sie sehen können. Also in mehreren Registernreihen sind Bildfelder, die Szenen aus dem Alten Testament, beginnend mit der Erschaffung Evas aus Adams, über die Passion Christi bis zum Weltgericht führt. Die Versuchung Jesu da oben in der Mitte, die hat mich immer so fasziniert, dieser, ja, sehr etwas. Sehr expressive Teufel, ja. Der eine Mischung ist aus Drache mit, will ich fast sagen, ausladenden Rückenpanzer, dann Vogelkrallen, wie wir sehen können, bei den Füßen und Händen. Ja, aber jetzt schauen wir mal vielleicht, wenn der Michael hierher, diese vier Frauen sind natürlich ein Blickfang, wahrscheinlich Heiligenfiguren mit Attributen. Genau, bei den ersten beiden keine Attribute, also fast bis keine Attribute mehr. Aber dann hier interessant die letzte Figur, die heilige Agatha, denn auf ihrem Buch liegen abgeschnittene Brüste. Das hat mit ihrem Martyrium zu tun. Das heißt, die Symbole auf der Heiligen, die wiedergegeben sind, sind aus der Legende des Martyriums herausgenommen. Ja, da kenne ich auch eine Geschichte dazu. Die Agatha ist ja die Stadtheilige von Catania in Sizilien und da waren wir vor 2 Jahren, also noch vor Corona. Und kurioserweise gibt's dort auch Süßspeisen in dieser Form. Wie das jetzt genau heißt auf Sizilianisch, weiß ich nicht mehr, aber es war sehr, sehr süß
Und es war sicher Marzipan dabei. Und das hat diese Form? Es hat genau diese Form. Okay. Sehr cool. Ja, also wenn man es dann weiß, dann assoziiert man das. Sonst ist das so. Auch hier haben wir noch weitere Kostbarkeiten aus der Gotik, kleinere Flügelaltäre wie den sogenannten Gewerkenaltar. Wir haben aber auch einzelne Teile, wie hier von Flügelaltären. Mhm. Denn man muss sich vorstellen, diese Flügel sind immer vorne wie hinten bemalt, meist szenisch mit Themenstellungen aus der Bibel oder aus heiligen Figuren. Wir haben hier, Michael kommt uns wenn nach. Die Kamera schwenkt, einen sehr imposanten Wolfgangaltar und eine Heiligengalerie sowie sehr beeindruckend der sogenannte Petrus- und Paulus-Altar, einer der ältesten erhaltenen gotischen Flügelaltäre in Kärnten, welche in der Mitteltafel Szenen aus der Legende des heiligen Petrus und Paulus zeigt und unten sehr imposant auch diese Begegnung dabei. Ja, was ist das für Szene? Ich glaube, die haben sogar Untertitel eingeblendet. Also da steht, ist auch was. Ja, das sind lateinische Szenen, die dann Bezug nehmen auf Textstellen aus der Bibel. Und hier sehen wir das Martyrium der beiden, ja? Also die Enthauptung und auch die Kreuzigung und Petrus und Paulus. Und interessant ist auch wieder hier dieser Kunstgriff im Hintergrund, diese ganz eng aneinander gereihten Soldaten. Die Flügel zeigen Szenen aus der Legende, zum Beispiel der Fischfang Petri, oder auch Wunder, die im Zusammenhang mit den Heiligen passiert sind. Wir gehen jetzt wieder raus. Michael schwenkt noch einmal vielleicht genau auf Petrus und Paulus. Viele werden ihn kennen, den Klagenfurter Dom. Da ist ja das große Altarbild von Daniel Gran, ist ja auch diese Szenerie, also Peter und Paul. Sie merken, oder du merkst, die Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch du, man betritt hier in der Schatzkammer stets einen Museumsraum vom Arkadenhof und verlässt diesen auch wieder durch eine andere Tür. Also es man ist ja kann hier frische Luft schnappen. Genau. Ein Wandeln durch das Museum. Ja, also du hast ja schon gesagt, 2014 ist das Diözesanmuseum, so wie es früher geheißen hat, wir können ruhig weitergehen, von Klagenfurt hier herauf nach Gurk übersiedelt und zur Schatzkammer geworden. Du hast, habe ja drinnen auch schon gefragt, wie diese Werke hierher kommen. Wie viele Exponate sind denn hier so ausgestellt ungefähr? Ja, über 300. Über 300, ja. Und das Museum war ja ursprünglich in Klagenfurt im Haus am Dom ursprünglich untergebracht, im dritten Stock. Das war halt dann herausfordernd, was die Schließung betrifft durch Besucher. Es hat nur einen kleinen Lift gegeben und man hat sich dann, das Museum war ab den 70er Jahren dort, weil ursprünglich hat ja alles begonnen in der bischöflichen Residenz. Auch dort gibt es noch Räumlichkeiten in Reminiszenz an diese Museumsgründung. Denn es hat zwei Räume gegeben, die die Museumsstücke gezeigt haben. Aber man hat sich, wie gesagt, dann ab den 90er Jahren nach einem anderen Standort umgesehen. Und als dann bekannt war, dass hier die Salvatorianer gedenken, wegzugehen, war dann die Option, hier in dieses Erdgeschoss zu gehen. Und attraktiv war, dass das Museum eigentlich im Erdgeschoss angesiedelt werden konnte, in historische Räume, die barock und gotisch-barock gewölbt sind und die eine Geschlossenheit durch diesen Propsteihof ergeben. Das ich möchte jetzt erwähnen, wir haben ja jetzt viele Kunstwerke schon angeschaut, und auch den Zusehern möchte ich das sagen,
Auch die Architektur, die Ausstellungsarchitektur wurde ja ausgezeichnet, viel gerühmt über die Grenzen hinaus. Also das Museum ist oder die Schatzkammer ist wirklich ein ausgezeichneter Ort. Ja. Für die Kunst auch, für die Kunstpräsentation und für die Kunstvermittlung und hier auch einmal Gratulation seitens der Internetredaktion. Ja, es war ein ausgeschriebener Wettbewerb und Roland Winkler und Claudia Ruck haben diesen gewonnen mit ihrem Entwurfskonzept und sie haben das sehr gekonnt und sehr modern. Ich würde sagen, eine Grundlage, ein Bett geschaffen für die historischen Kostbarkeiten, die ausgestellt sind. Und vielleicht ist schon aufgefallen, es herrscht auch eine interessante Dreizahl, eine Trias im Museum vor. Nämlich wir haben von den Materialien Holz verarbeitet, Lärchenholz, dann Metall, Eisen. Die Objekte stehen auf Eisen oder sind gelagert auf Eisen. Und wir haben Glas als drittes Element, nämlich bei den Vitrinen. Sehr gut, hervorragend. So, Raum 9. Ich glaube, zwei Räume sind noch. Ja, genau. Und zwar Raum 9 widmet sich der Hämmerverehrung, aber auch der Volksfrömmigkeit und der kunsthistorischen Epoche des Barock. Das schaut ja aus wie ein richtiges Hämmereck hier. Ja, das Hämmereck von Gurk. Ja, wir haben hier Exponate ausgestellt in dieser Bodenvitrine, die aber auch hier stehend, die mit der Hämmerverehrung in Verbindung zu setzen sind. Wir haben den sogenannten Hämmerhut aus Atlasseide, eine der ältesten Scheibenhüte in Europa. Wir haben den Hämmerschuh, der aus Mokronok stammt. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Elemente Hämmer von Gurk getragen hat, aber sie sind unmittelbar im Kontext mit der intensiven Hämmerverehrung zu sehen. Hier in dieser Vitrine haben wir ein Hämmerreliquiar. Das Reliquiar an sich, diese Arbeit selbst, stammt aber aus dem 20. Jahrhundert und diese beinhaltet den Hämmerring und den Hämmeranhänger, wo vermutet wird, dass diese sehr wohl aus dem 11. Jahrhundert stammen. Und interessant ist, dieses Detail am Boden, am Fuß dieses Hämmerreliquiars ruht Hämmer. Wird dieser Ring dann verwendet beim Hämmersägen? Ja, den Hämmersägen, den gibt es also noch sehr Hämmertag wohl regelmäßig so, im Dom in der Krypta zu Gurk. Mhm. Da ist auch eine interessante Vitrine zu sehen. Ja, hier haben wir Objekte, die mit der Volksfrömmigkeit zu tun haben. Wir haben hier Eisenvotivgaben. Mhm. Votivgaben sind Gegenstände, die gläubige Menschen zu einem Altar oder zu einem Heiligen oder zu einer bestimmten Kirche bringen, um da aus Dank oder als Fürbitte etwas zu hinterlegen. Und hierbei handelt es sich um sehr interessant handgefertigte Eisenstücke, die vermutlich dem Heiligen Leonhard gegeben wurden. Das findet ja heute noch statt in Bad St. Leonhard. Ja, das kenne ich. Das wird dann um den Altar getragen, also diese Opfer. Dann interessant zum Beispiel diese Augen aus Wachs oder bemaltem Holz. Das hat man hinterlegt, wenn man für eine Augenheilung gebittet hat oder auch gedankt hat. Mhm. Und hier haben wir eine regelrechte Votivbildergalerie. Und unter anderem möchte ich dieses hervorheben, das ist das älteste Votivbild hier, was Sie sehen können, auch mit der Inschrift. Im Text, abgeführt worden, nämlich 1537 aus Maria Weitschach. Dann haben wir unter anderem auch eine weitere, aber bereits barocke Heiligengalerie, zum Beispiel startend hier mit dem Heiligen
Franziskus. Das ist sehr interessant. Also die zwei hier, weil wir ja vor kurzem den guten Hirtensonntag gefeiert haben, da ist ja, schaut aus wie eine weibliche Hirtin, ja, schon gegendert. Genau. Und der gute Hirte als männliche Hirte, Person. Ja. Also, ist auch eine interessante sehr wohl Darstellung. Beide Geschlechter hier vertreten. Ja. Eine sehr imposante und vielfach Aufmerksamkeit erregende Darstellung ist diese Marienkrönung hier. Ja. Sie ist, man sieht hier Mutter Gottes, Maria, die von Jesus und Gott Vater direkt gekrönt wird, indem ihr die Krone über das Haupt gehalten wird. Rosmarie, ganz hinten, da haben wir fast was übersehen, was auch nicht so bekannt ist. Da hinten diese gekreuzigte oder Figur oben. Ja, das ist eine sogenannte heilige Kümmernis. Die stammt aus dem 18. Jahrhundert, aus dem Lesachtal. Interessant ist, und das fällt sicherlich auf, wir haben es hier mit der Darstellung einer annähernd weiblichen Person mit einem sehr langen Bart zu tun. Und die Figur ist eigentlich gekreuzigt wie Jesus. Jesus, genau. Gut, jetzt gehen wir in den letzten und abschließenden Raum. Ja, der letzte abschließende Raum zeigt liturgische Kostbarkeiten. Es ist ja alles kostbar, aber hier so kleinere. Liturgische Geräte, genau, die sich in Form von kleinen Standkreuzen, Reliquienkreuzen, repräsentieren. Wir haben aber auch zum Beispiel sogenannte Palle, das sind Abdeckelemente für den Kelch, die sind prunkvoll bestickt oder auch mit Billen versehen. Und wir haben hier von den liturgischen Geräten Kelche, hier in der oberen Reihe, mit denen die Eucharistie gefeiert wird. Wir haben aber auch sogenannte Ziborien, das sind Kelche mit Deckel. Aha, das ein Deckelkelch. Also Ziborium ist eigentlich so ein Trinkgefäß, aber mit Deckel. Genau, und da werden die Hostien gelagert drin. Und interessant sind natürlich diese Kupferformen, die fast annähernd wie eine Nuss sich darstellen. Und natürlich sehr prunkvoll ausgearbeitete Metallarbeiten, Treibarbeiten, teilweise auch versehen mit Emailgeschichten. Dann Monstranzen und Reliquienmonstranzen. Aha. Man sieht hier zum Beispiel eine Monstranz, wo die große Hostie dann auf die Lunula, diesen Mond im Inneren, diesen Glasbereich gesetzt wird. Okay. Sehr interessant. Weihrauchfässer. Weihrauchfässer, genau. Eines mit einem gotischen Aufsatz, aber auch barocke, sehr dekorativ, detailreich, mit Durchbruchsarbeit, wie man das nennt. Ein Weihrauchschiffchen, wo der Weihrauch gelagert wird. Also da kann man wirklich sehr, sehr lang schauen, Details studieren. Also es gibt vieles zu sehen. Und diese Textilien an der Wand, das sind sogenannte Wandteppiche, beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn wir weiter wandern, haben wir aus Leder ein sogenanntes Antependium. Antependere aus dem Lateinischen vorhängen, vorgelagert. Das heißt, diese Objekte, die sind entweder aus geschnitzten, vergoldeten, bemalten Tafeln oder, so wie hier, ein besonderes Stück aus Leder gefertigt. Und die werden an den Unterbau eines Altares appliziert, aufgehängt. Da hast du ja auch Bücher. Ja, das sind auch historische Bücher, Kodizes, Missalen vertreten. Und diese sind natürlich alle handschriftlich erarbeitet bzw. auch bemalt. Und man sieht zum Beispiel hier bei dieser
Kreuzesdarstellung mit Maria und Johannes, dass die Nimben mit echtem Gold dekoriert sind. Ja, der Heiligenschein. Ist ja auch die einzig würdige Farbe. Und interessant sind auch diese Artefakte. So ein Polster. Ja, das ist nicht dazu da, um sein Haupt zu betten, sondern diese Polster wurden auf den Altar gelegt und dienten als Stütze für die Messbücher. Ah, das ist aber interessant, ja. Und hier zum Beispiel haben wir sogar eine Darstellung des Pfingstwunders. Ja, genau. Vielleicht also nicht nur ornamental, floral. Kann Michael auch das noch einfangen, diese Feuerzungen, die von oben Maria kommen. Maria im Kreis der Apostel. Im Kreise der Apostel. Und dann haben sie Mut bekommen. Genau. Die Verzagten. Ja, da sind wir auch schon am Ende der Ausstellungsräume. Der letzte Raum ist ein Pädagogikraum, beziehungsweise ein Vermittlungsraum. Und ja, ich hoffe, ich habe dir einen Einblick geben können, auch den virtuellen Museumsbesucherinnen und Besuchern, und lade sie sehr herzlich ein, persönlich einmal in die Schatzkammer zu kommen, in das Diözesanmuseum. Ja, aber es ist natürlich noch nicht ganz am Ende. Als Moderator dieses Rundgangs, jedes gute Museum endet im Museumshop. Dann gehen wir und in den Shop. Wir gehen jetzt noch in den Museumshop, wieder durch den Innenhof. Werde hier Corona-konform eine Maske aufsetzen, weil hier noch andere Leute sein werden. Also das Museum betritt man hier durch den Museumshop und man verlässt das Museum auch hier. Und da wartet jetzt die Kollegin. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Hier sind wir im Museumsshop, im Domladen zu Gurk. Hier ist die Frau Tamara Heilinger. Sie ist Mitarbeiterin hier. Genau. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, schön, Sie zu treffen. Wir sind jetzt mit der Frau Dr. Schistl durch die Schatzkammer gegangen. Ich möchte Sie noch fragen, wann ist die Schatzkammer geöffnet und wie schaut das genau aus? Ja, die Schatzkammer öffnet eben morgen wieder mit 1. Mai, hat dann bis 31. Oktober offen, von 9 bis 17 Uhr. Genau, also mit den Abstandsregeln natürlich, Maskenpflicht bitte. Und ja, am liebsten wäre uns, wenn man sich ein bisschen voranmeldet, damit wir dann auch einen besseren Überblick haben. Wie heißt denn eure Telefonnummer oder eure E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse wäre dom.info@dom-zu-gurk.at und die Telefonnummer 042 66 82 36 12. Ja, wenn Sie das jetzt nicht aufnotiert haben, es ist leicht im Internet zu finden. Genau. Die Schatzkammer unter Katkirche Kärnten @@Schatzkammer und sonst mit Google geht es auch. Genau. Ja, es gibt ja hier in Gurk, also was gibt es denn hier in diesem großen Domladen zu sehen? Was sind hier die Produkte, die gern nachgefragt sind? Ja, ganz gern. Eben der erste Tisch da hinten mit dem Gurktaler Alpenkräutertee, auch die Gurktaler, den Likör, Cremen, Kräutersalze, genau, Kreuze dann auf der anderen Seite, aber dann auch Bücher, also was die Schatzkammer betreffen, aber dann auch den Dom. Wunderbar, Michael. Vielleicht hier noch einen Schwenk. Ja, wir gehen eine Runde und dann gehen wir hinaus in den Stiftshof, damit man ja sieht, was es da noch gibt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke.
Ja, hier gibt es ja alles, was das Herz begehrt. Erstkommunionkerzen sehe ich auch. Hier betritt man die Schatzkammer, hier geht man wieder heraus. Die Sonne scheint. Ja, und mit diesem Blick. Ich möchte vielleicht auch noch auf etwas hinweisen, ja, weil wir auch von den Auszeichnungen gesprochen haben. Es ist uns wieder gelungen, das österreichische Museumsgütesiegel verlängert zu bekommen. Symbol hier für die Plakette. Ja, das ist eine Auszeichnung für österreichische Museen vom Österreichischen Museumsbund und es ist natürlich sehr erfreulich, dass wir da alle Kriterien und Anforderungen sprechen. Ja, es freut mich sehr. Herzliche Gratulation. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier live quasi mit dir durch die Schatzkammer gehen durften. Wir durften viel erfahren, vieles sehen, haben hoffentlich Gusto gemacht, dass Sie hierher kommen ins Gurktal. Danke auch dem Michael für die Technik, dass das so wunderbar geklappt hat. Und wenn du noch einmal hier schwenkst, vielleicht mit dem Blick auf diese Doppellinde in der Mitte und dann auf die mächtigen Türme des Gurkadoms, werde ich mich jetzt von Ihnen herzlich verabschieden und bedanke mich, dass Sie an diesem Stream teilgenommen haben, dass Sie diese Sendung gesehen haben. Danke auch.